Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Let's Play Together 7 Days to Die Bone Breaking Pros mit dem Hirnsturz. Hallo. Hallo, Herr Beam. Ach, wir wollten ja letztes Mal. Warte mal. Ja, bitte. Bam. Ach so, ja. Dusch. Das müssen wir echt noch üben. Beim letzten Mal ist uns ja der Server abgeschmiert. Ja. Wir sind übrigens noch in der gleichen Aufnahmesession. Ich glaube, ich habe irgendwas verloren. Ich meine, Metal Strips oder. Bin ich mir gerade unsicher. Ich weiß auch nicht, kann sein, dass ich das Spikes nochmal neu setzen muss, aber es ist nicht viel verloren gegangen. Also der Graben ist noch gegraben, das heißt, wenn eine Minute oder so fehlt vielleicht. Ja, also die Zeit stimmt nicht ganz. Also ich glaube, wir haben kurz vor drei haben wir aufgehört. Naja, gut. Ich wollte jetzt noch Holz besorgen, damit wir gleich noch ein paar Spikes setzen können. Hätte schlimmer kommen können. Wir hatten schon Angst, dass das alles weg fehlt. Ist. Ja, genau. Also kann ein bisschen Stuff fehlen, da bin ich mir jetzt echt unsicher. Da müssten wir jetzt in die Aufnahme reinschauen, ob dir irgendwas fehlt. Nö, ich habe schon geschaut. Also meine Armbrust, ich habe auch noch die Pfeile, die du mir gegeben hast für die Armbrust. Also das war ja so der letzte Step gewesen. Von daher scheint das zu passen. Wie viel hast du? Ich habe 157. 83 habe ich. 83, da werde ich auf jeden Fall nochmal was von abgeben. So, aber Spikes sind jetzt gesetzt, ne? Aber nicht rundherum, oder? Doch. Echt? Ja. Oh, cool. Dann das heißt, lass uns die aufwerten. Die jetzt noch verstärken. Genau, und das müssen wir jetzt auch nochmal. Einfach diesen Engländer, diesen Schraubenschlüssel in die Hand und einfach durchtackern. Sofern du kein Scrap Metal in der Tasche hast. Ich mach mit Holz, wird das jetzt, glaube ich, geupgradet. Okay. Ja, das ist. Ja, ist Holz und dann ist es Scrap Metal, kommt ja erst danach, wenn dann, ne? Genau, wenn du was in der Tasche hättest, würdest du es damit aufwerten. Okay. Das ist cool. Ich glaube, ich wusste gar nicht, dass man die Dinge auch upgraden kann. Das kam auch erst später. Also diese Spikes sahen früher anders aus. Die waren länger. Das waren nicht nur so kleine Spitzen. Haben wir jetzt rundherum? Nö. Noch nicht, ne? Ah, hinten noch. Okay. Dann komme ich mal von da. Wie setzt hier an? Du machst, genau. Arbeiten wir aufeinander zu. Absolut. Ich weiß gar nicht, brechen wieder. Bin ein bisschen aus dem Fluss jetzt. Wir haben nämlich zwischen den zwei Aufnahmen, also aus der letzten Folge und dieser, haben wir ein bisschen Pause gehabt, weil wir halt, der Server war nicht sofort da. Das sollte man noch weghacken. Weil man dann macht du da, dann hack ich die Klötze weg. Alles klar. Wobei ich gerade am Überlegen bin, ob es nicht Sinn macht, erstmal die hinteren wegzuschlagen. So, 16 Uhr ist es jetzt. Wie gesagt, man sieht jetzt ja auch endlich wieder die Uhrzeit bei mir. Oh, wir sollten schon mal die Schaufel ins Inventar. Ich habe keinen. Die Dings haben wir. Den Woodframe, dass wir dann die Vordertür zumachen. Weißt du, dass die nicht reinkommen? Kannst du mir noch ein bisschen Holz geben? Ja. Ich werfe dir das komplett mal hin. Und crafte nochmal durch. Hast du es? Ja. Mhm. Okay. Weiter geht's. So, 18 Uhr, das wird spannend. Ich überlege gerade, ja. Essen, wie sieht's bei dir mit Essen aus? Also ich bin voll, dank des Bagens, aber ach, stimmt, ich hab nichts ja, dabei. Stimmt, ja. Du hast so lecker gekocht. Ich auch nicht. Aber wir hatten auch nicht so viel. Ich vergesse auch nie, wenn jemand lecker für mich kocht, der hat sich mein Herz dann. Oh, schön. Das war ja lecker gewesen. So. Ja, also Eier mit Speck sind ja auch was Feines. Oh, das ist falsch. So. Ich bin fertig. Schön. Was mich ein bisschen irritiert, dass die Hundehorde überhaupt nicht kam. Dann kannst du mir mit der Axt helfen. Ja. Ich habe da meine Feueraxt. Genau, ich brauche noch ein bisschen Ausdauer. Ja, bam. Guck mal. Bam. Ja, du schlägst rein, auf jeden Fall. Muskeln. Ja, im Bauch hauptsächlich. Ja, ne. Irgendwo muss es sich ja lagern. Mein stolzer Zero-Pack oder One-Pack, wie man es nennt. Jetzt habe ich das Licht aus. Ich wollte mal das Licht ausmachen. Es gibt immer so eine Überstrahlung, wenn ich mal einen Screenshot mache. Oh okay. Gott, keine Ausdauer. Gut, dann buddeln wir nochmal. Die Tür ist verstärkt, ne? Die Tür habe ich, ja, die habe ich so ein bisschen aufgewertet. Okay, kann ja nichts mehr. Können unter der Tür nochmal verstärken, aber wir machen erstmal hier. Oh, sorry. Nee, also? du hast falsch, also. Es geht auch nicht. Geht nee, nicht. Unten unter der Tür, ach, das ist gar kein von uns gesetzter Woodframe. Nee, der ist schon. Hier war ja mal eine Treppe gewesen. Hast du noch Spitzen? Ah, deswegen, ja. Spitzen habe ich noch, ja. Ja, dann setz mal vor die Tür nochmal 3.
Und die sind wahrscheinlich auch weitaus effektiver als es gibt. Ich kenne noch diese anderen Spikes, die so dünner waren. Ja, es gibt diese kleinen. Stimmt immer noch, ne? So, jetzt lass mal kurz gucken. Wir sind rundherum. Im Übrigen, wir sollten an die Hocke gehen, wenn man um das Haus im Sensed-Mode rennt. Dann haben wir eigentlich die Karte? Die haben wir gelootet. Dann sollten wir. Ah, die Fenster noch verstärken. Okay. Hab ich vergessen. Die Fenster im Erdgeschoss noch hier. Jede Schwachstelle. Genau, nochmal kurz überlegen. Haben wir. Zu essen haben wir. Weiß ich nicht. Ich habe nichts mehr. Ich bin aber erstmal satt. Nein, genau, zumindest. Das meinte ich jetzt. Entschuldigung, da habe ich mich gerade falsch ausgedrückt vor lauter Denken. Hast du noch Fackeln? Müsste ich noch. Dass wir hier ein bisschen Licht machen. Ja, 24. Ich setze nochmal einen Woodframe jetzt hier unten rein. Jetzt habe ich meine Schaufel irgendwie. Ist es noch so, dass auch Fackellicht die Zombies langsamer macht? Nein, das war früher mal. Das ist leider nicht mehr. Jetzt überlege ich gerade, ob ich den Woodframe direkt rausschlage. Ne, ich lasse den mal so. Wir sollten noch den Aufgang zu unserer Hütte so nochmal irgendwie absichern. Ich glaube, hier kriegen wir das hin. Oh, ich habe nicht genügend Woodframes. Warte. Hast du noch Woodframes? Jo. Ich habe richtig viele, 12 Stück sogar. Dann, aber warte mal, dann kommen wir die Treppe aber hier nicht hoch, oder? Nee, man kommt so die Treppe nicht hoch, das geht nicht. Ja, dann lass das mal anders machen. Nee, wir müssen das einfach hier eins davor setzen. Hier, würde ich sagen. Genau, ja. Und so das eins... Nee, ich würde hier in die Richtung Treppe, weil da ist ja auch noch ein Eingang, da können die sich durcharbeiten. Obwohl, die können wir ja zumachen damit, genau. Nee, das ist gut. Setz in die Tür rein, geht das? Nee, geht nicht rein, gell? Nee. Gut, dann... So. Und hier noch ein, ne? Und jetzt sichern. Ja, ach stimmt, wir können ja hier durchhüpfen, richtig. Genau, das war der Plan. Ja, das macht Sinn. Können wir gerne noch eine Ebene machen? Schaden kann es nicht, ne? Doppelt gemoppelt? Genau, ich überlege gerade, das war... Ne, das geht so nicht. Aha, wir können da drüber hüpfen. Wir können höchstens hier ein Stück Treppe wegnehmen. Dann können wir da immer noch hochhüpfen dann. Dann machen wir hier noch. Stimmt, lass uns die Treppe weghacken. Das ist auch ganz gut, dann hüpfen die nicht da hoch. Lass uns gemeinsam die Treppe wegschlagen. Warte, lass uns erst die Treppe wegschlagen, sonst schlägt man nämlich in... Ja, ja. Ach komm, wir machen die Treppe komplett weg. Wir setzen hier einfach Woodframe hin. Und wenn wir hochspringen wollen, setzen wir Woodframe hin. Okay. Okay, so. Woodframe sollte immer am Start sein. Genau. Und so. Genau. Oder? Genau. So Leute, noch 20 Minuten, ne? Dann wird's dunkel. Ja. Ja gut, dann fangen sie erstmal an zu laufen, also. Oh, ich habe kein Holz mehr am Start. War's bei mir mit Holz. Also. Ah, hier sind noch die Fenster. Oh, warte mal. Ich habe kein Holz hier mehr kommt am Start. Nicht hast hoch, du noch oder? Holz? Muss ich gucken. Ich muss noch ein bisschen was haben. Moment. Shit, wir haben nämlich alle Fenster nämlich noch nicht zu. Guck mal. Komme ich nicht hin. Ah doch, komme ich hin. Reicht das, wenn ich ein Fenster mache? Hast du denn noch... ja, ich würde so alle schon, dass zumindest die Holzlatte davor ist. Okay. Und hier müssen wir vielleicht einen Woodframe. Kriegen wir den da rein? Kriegen wir nicht. Dann schlage ich das mal raus. Guck auch mal auf der anderen Seite, dass zumindest die Fenster dicht sind mit so einer Holzplatte, dass man uns dadurch nicht sieht. Kannst du hier links noch mal ist es komplett, hier muss ich nur machen. Genau. Zumindest soweit hast du noch Holz einstecken, dass wir da hinten noch aufwerten. Jo. 27 habe ich mal auf den Boden gehauen. Okay, warte. Ich habe selber nur so 50. Naja, das ist gut. Das langt auf jeden Fall. Ah, das ist jetzt wahrscheinlich eher für die Spinnzombies, oder? Weil die anderen kommen doch gar nicht hier hoch. Ja, es geht einfach nur, dass man auch zum Beispiel nicht gesehen wird. Okay. Achso, das war... Ich habe ja ein bisschen Angst vor den Bienen. Wo kommt das Licht eigentlich her? Ach, da aus dem Deckenlicht. Die Bienen sind scheiße, ja. Vielleicht hier im Vorraum nochmal, das werden sie sich hier durcharbeiten. Achso, den Woodframe hier unten nehme ich da mal weg. Wobei, den Woodframe setze ich mal da unten rein, oder? In die Lücken. Setze ich mal hier da so dazwischen. So, 18.20 Uhr, ich gehe mal hoch aufs Dach, oder? Ja, Tito, ich komme mit.
So, wenn noch mal, dann teilen wir nochmal die Pfeile auf. Weil wir hier in den Zwischenraum, in die Tür, setze ich auch nochmal was. So sollte man es eigentlich überleben. So. Okay. Wenn jetzt was kommt, sollte ich auch schon... Was Riesenkisten, cool. Ja. Ich setze mal jeweils in die Ecke einen Woodframe, dass wir hier aus allen Richtungen hochkommen. Hm. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir spawnen... dass wir drüben spawnen, wenn wir sterben, gell? Stimmt. Also eigentlich hätten wir die Betten noch mitnehmen sollen. Wir hätten eigentlich umsetzen müssen. Ich glaube, wir haben auch nicht... Stoff habe ich nichts dabei, nee. Gut. Wir teilen nochmal kurz die Pfeile auf. Ich habe noch weil dreimal Claw Fragment. Du hast 80 nicht. Rund, wa? Jo. Dann komm, dann werfe ich dir die noch hin. Hier hast du nochmal Pfeile. Hier am Boden liegen noch ein paar Crossbow Bolts. Ja, shit, das hätten wir noch machen sollen mit den Betten. Egal. Also das wird auch der nächste Schritt sein, irgendwie eine Verbindung zu dem Haus hier aufbauen. Ja. Treppe oder so. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Dass das hier unser Nachtüberlebenshaus. Wir können ja so eine Treppe hochbauen, weißt du, was ich meine? So aus Holz? Hm. So von dem Dach darüber. Ich meine, dann kommen zwar auch die Zombies rüber, aber das kann man ja irgendwie absichern. Ja, man könnte auch unterirdisch irgendwie. Aber ja, das ist sowieso langfristig eine Sache, wo ich gern hin würde. So ein Untertagebunker als Absicherung. Genau, und oben dann halt, wenn man das dann hat, dann oben dann weiter ausbauen und dann richtig geile Festungen oder so. Ja, ja, also was sowieso was selber bauen, ich glaube jetzt. Oder wir bauen hier halt hier die Hütte aus, auch eine Alternative. Wo man dann auch 100% autark leben kann, also auch alles selbst anbauen. Ja, wir müssen Garten auf jeden Fall außerhalb haben, weil Garten braucht Sonnenlicht. Da soll es aber einen Trick geben, und zwar, dass man eine, sagen wir mal, eine Röhre durch den Boden buddelt, die zumindest ein Feld nach unten Licht theoretisch bringt. Ja, ich meine, durch die Röhre siehst du nicht viel. Ja. Und da drunter, unter dem Loch, was dann durch die Erde geht, da sollen auch Sachen wachsen. Angeben. Also ein bisschen gewächshausmäßig. Genau. Halt unter der Erde. So, jetzt wird's spannend. Die Horde muss übrigens nicht pünktlich 0 Uhr kommen. Die kann auch versetzt kommen. Ich überlege jetzt gerade, dass ich mal alles Wichtige ins Inventar... Kündigt sich das immer noch so an mit diesem Geschrei und diesem Getrommel? Nee, das war im Horde-Modus. Okay. Das ist in dem... pack mal die wichtigen Dinge, so wie Repair-Tool etc. Ins Inventar runter. Warte mal, ich trinke, glaube ich, nochmal den einen Tee. Ich habe gar kein Diarrhoe. Naja, den Tee trinke ich auch nur, weil er einfach die Energie gut auffrischt. Die eine Bandage sollte man an den Start nehmen. Die Axt brauchen wir auch nicht. Und ich nehme eigentlich nur den Crossbow-Bolt. Du hast zwei, gell, hast du gesagt? Die eine müsste in der Truhe drin sein. Okay. Habe ich in die Truhe getan. Stimmt. Dann aber drüben beim Nachbarn, also hier bei unserer anderen. Nö, hier. Achso. Oh. Da kommt das. Das ist ein Kreischer. Immer schön in der Hocke bleiben. Wenn du merkst, dass du nicht mehr an. Also dieses. Da unten ist er. Okay, ja, warte, sieht uns du kannst, nicht. Ja, aber den können wir abschießen. Okay. Muss mich auch noch dran gewöhnen, dass das direkt schießt. So. Da ist er weg. Also das ist er nicht. Wenn die Horde kommt normalerweise, ist man auf jeden Fall sensed. Also dieses Auge geht dann... Also, oh, da ist noch was. Und nicht abstürzen bitte. Du bist sehr, sehr nah an der Kante für meine... Ja, alles unter Kontrolle. Okay. Er zittert. Meine zittert schon. Der Bogen zittert. Ja, meine Hand zittert auch ein bisschen. Das ist aber auch nur die Angst. Das ist sehr gruselig. Aber wir haben uns echt das Mühe gegeben. Also wir haben jetzt in den letzten 4-5 Folgen... Einmal gestorben, aber das war das Fenster. Das war ja ein Bug. Also ich meine, normalerweise sollte man im Fenster ja nicht sterben. Doch gut was geschafft. Also ja. Mehr geschafft als in den 7 Folgen davor. Genau, langfristig müssen wir eine Höhle finden. Das machen wir, wenn diese Folge dann zu Ende ist, wenn die Horde durch ist. Dass wir da auf jeden Fall schön Material kriegen, dass wir uns ordentlich eindecken können und dann aufmunitionieren. Ne? Shotgun und so ein Kram. Nur ein bisschen ich geh mal auf die andere Seite. Ich geh schon. Bleib da drüben, wo du bist. Und wir müssen natürlich auch das Ganze ausleuchten dann, falls mal so eine Horde kommt, dass man unten auch was sieht. Ja. Der Nachteil ist, man kann nicht durch diese Footframe, man kann zwar durchschauen, aber man kann nicht durchschießen. Ja. Also langfristig müsste man zum Beispiel solche Planken rausziehen, weißt du, so 3 Blöcke... bis vor die Kante, dass man auf die raufgeht und dann an die Hauswand anschießen kann. So, gleich 0 Uhr. Gleich 0 Uhr, naja, die kommen nicht immer um 0, das haben die... Soll ich was trappeln? Nee, das ist Feuer. Die Vögel zwitschen noch. Fand ich auch gut, hat jemand dann drunter geschrieben bei mir oder bei dir.
Von wegen Vögel zwitschern nicht nachts. Ja. Weil bei ihm anscheinend die Vögel sehr laut zwitschern nachts noch. Auch nachts noch? Kann okay, dann, glaube ich, sehr schnell nervig sein. So. Ich dachte, die schlafen dann. Wir hatten mal, ein Nachbar hatte mal einen Teich früher und da waren Frösche drin. Alter, ich sag dir, ich hätte am liebsten Knallfrösche reingeworfen. Okay. Liegst du abends im Bett? Das ist der Nachteil, wenn man auf dem Dorf groß geworden ist. Mhm. Eigentlich bin ich schon in Frankfurt, also ich bin ja eigentlich in der Großstadt geboren, aber aufgewachsen auf dem Dorf. Okay, 0:39. Also es kann jetzt auch passieren, dass die Horde praktisch nicht jetzt in diese Nacht kommt, sondern am nächsten Tag dann irgendwie. Also normalerweise würde sie kommen. Also sie kommt auf jeden Fall irgendwann. Ja, aber es ist nicht... Dieses Rauschen. Ja. Die Zuschauer hören es vielleicht nicht. Mein Ingame-Sound ist relativ leise im Verhältnis. Ich hab schon jetzt geguckt, dass das passt. Weil das verstärkt nochmal ein bisschen die Atmosphäre. Absolut. Dürf nicht so laut sein. Ja, deswegen. Ich lausche gerade. Halt nur den Wind. Oh, jetzt noch Gruselgeschichten erzählen. Ja. Lagerfeuerromantik her. Und denk dran, nicht E drücken, weil Käserrücken machen. Genau, hier die nicht die E drücken, weil die Woodrams nimmst du halt sofort wieder ab. Oh gut, danke für den Tipp. Es gibt übrigens auch später mit der Pistole können wir durch Eisenbarren durchschießen. Ah. Man kann praktisch wie so Eisengitter hier an den Rand machen, dann könnte man auch da runterballern. Sind das noch die alten Eisengitter von früher? Ja, so wie so ein Gefängnis. Ne? So. Diese roten. Ja, rötlichen. Ja. Hm. Okay. Okay, auf Bienen achten, die kündigen nochmal auch noch an. Jetzt haben wir schon 2 Uhr, also. Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn sie nicht kommen. Also ich habe auch so schon Spannung. Für mich ist das schon spannend genug jetzt hier. Ja, für den Zuschauer ist es natürlich schöner, wenn hier auch die Action abgeht. Aber wenn die Action abgeht, aber... Das kann man halt nicht provozieren. Es ist halt 7 Days to Die und da ist halt nicht immer Action angesagt. Aber man kann zumindest, naja, versuchen, irgendwie was zu zeigen. Aber wenn wir mal auf einem gewissen Stand sind, also wenn wir, sagen wir mal, bewaffnet sind und solche Dinge, auch die Rüstung stimmt, also sprich volle Lederrüstung und so weiter, dann ist das alles auch wesentlich leichter. Und dann können wir uns auch auf die Baumaßnahmen beschränken. Mhm. Und eine Höhle würde ich, wie gesagt, finden. Das ist nämlich super spannend. Also das hatte ich vielleicht erzählt, der Jack Fleischhammer, der mit uns immer mitspielt, der hat einen richtig geschrien, als er diesen Feral-Zombie vor sich hatte. Und der schreit normalerweise nicht. Genau, das ist jemand, der normalerweise nicht schreit. Also. Genau. Da kommen welche. 4 Stück. 5. Die rennen, also normalerweise. Die rennen. Das sind sie, oder? Weiß nicht, die kommen richtig. Ich sehe sie nicht. Ah, hier unten. Ja, warte. Sensed. Ja, ich bin hart. Ja, also die. Ja. Lass die hätten das echt ausleuchten müssen, ey. Ja, ich sehe nämlich nicht viel. Ich sehe, wie sie rennen. Shit. Wenn du Sensed bist, immer schön auch laufen, gell? Bewegen am Rand. Laufen die an uns vorbei? Nee. Die hauen. Laufen, beweg dich hin und her, dass sie auf den Spitzen kaputt gehen. Ah, okay. Aber mir sind sie vorbeigelaufen. Ich höre sie aber, wie sie aufs Tor hauen. Also, wo wollen die hin? Wir sind doch hier oben, Jungs. Immer bewegen, gell? Immer schön in Bewegung bleiben, falls die auf den Spitzen sind, damit die halt den Schaden über die Spitzen kriegen. Hä? Jetzt höre ich sie. Ja. Sind die an der Front? Die sind schon bei uns, Oh. Ich bin undetected. Irgendwo ist eine Spinne. Ich bin auch wieder undetected. Das waren mindestens, ich würde mal sagen, so 20. Ich gucke mal ein bisschen nach oben. Wo schlagen die denn ein? Weiß ich nicht. Sind die beim Nachbarn? Okay, 6 Uhr sind wir runter, gell? Dann werden wir die begrüßen. Ja, der Tag ist unser Freund, ist ordentlich, weil dann sind sie wieder langsam. Ich freue mich schon drauf, hier wegzuschießen, ey. Scheiß Viecher. Könnt ihr mal ganz kurz auf die Statistik gucken? Unten ist einer. Jeder von uns 5-mal gestorben. Bam, einen dicken mit One-Hit. Nice. Die hauen nicht auf das Nachbarhaus, hä? Ich glaube ja. Wollen die den Zombie-Auflauf retten? Also den Kollegen, der mich am Backofen... Den haben wir ja schon, der ist schon tot, Jungs. Ja, den treffe ich, glaube ich, nicht. Ja, ich sehe ihn, die Hand sehe ich. Ich sehe nur den Arm, aber nee, da komme ich nicht hin, ich schieße eher auf die... Das ist Verschwendung, ja. Wie gesagt, wir müssen so Rampen hier rausziehen, das war... Das ist aber Zombie... Ah, hier laufen noch welche vorbei. Ich sehe sie vorbeilaufen. Hier unten ist auch eine.
Aber wo laufen die denn hin, frage ich mich. Das hatte ich noch nie. Das ist ein, oh, das ist ein Spucker dabei. Das ist auf jeden Fall die Horde. Denn diese Spucker, die kennst du ja vielleicht, die kotzen rum. Werden die Horden über die Zeit größer? Oder? Ja, ja, ja. Pro Horde. Also am 14. Tag, am 21. und so weiter. Und ich glaube, die 6. Horde ist dann, oder die 7. Horde ist dann Maximalgröße. Aber das wird dann richtig eklig. Also dann schwirren hier Bienen in der Luft rum. Es sind wie viel Spucker dabei, Hunde etc. Gerade Bienen und die Spinnen. Also gerade die Bienen. Spider-Zombies sind halt richtig scheiße, weil wenn die schreien, holen sie halt die Kumpels. Er ist doch immer noch da an der Häuserkante. Kriege ich den nicht manuell? Ich probiere das nochmal. Stimmt, das fällt mir gerade auf. Ich habe gar keine Minimap mehr. Nee, eine Minimap gibt es schon länger nicht mehr. Das fällt dir jetzt erst auf nach Hunted. Ja. Jetzt hat er mich, weil ich ihn angeschossen habe. Weil man hatte auf der Minimap immer gesehen, wenn man Geräusche gemacht hat, war da noch so ein Kreis. Genau, lass uns runtergehen. Wir haben 629. Okay, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt geht's los. Also ein paar sind schon tot. Oh, das ist ein Kotzer. Hast du den gehört? Ich hör vieles. Ich höre ihn, ja. Okay, aber wir müssen hier möglichst schnell raus. Oh ja, die haben die Front, haben sie eingekloppt. Aha. So. Raus hier. Raus hier, wir müssen uns bewegen können, weil hier, wenn die jetzt einmal alle hier sind. Und nicht in die Spitzen rennen. Okay, freies Feld. Und aufräumen. Oh, der kotzt. Hörst du? Also lauf, der kotzt dir in den Arsch. Okay. Bisschen Abstand gewinnen mit Sprinten und ab in die Hocke und ballern. Dann hast du das Fahnenkreuz. Hast du? Ja, die Armbrust ist geil. Die ist richtig cool. Brauch keine Pistole. Auf jeden Fall besser als der. Besser als der Bogen. Ach, hast du? Auch auf die Umgebung achten. Da ist der Spucker dabei. Den müssen wir als erstes, siehst du den Bullen? Der Dicke da? Ja. Der kommt, gerannt. Wieso rennt der? Der explodiert. Der explodiert. Geh weg. Okay. Oh. Boah, da fliegen noch die Brocken. Du, bist du weggekommen? Ja. Hinter uns auch eine Biene. Müssen wir aufpassen. Aber nur eine gute Reichweite, finde ich. Ja. Den habe ich auch erwischt. Habt ihr das gesehen, Leute? Ja, du kannst echt... Selbst schon der Minias wieder. Mit seiner schlechten, Bam hier, wir gehen übelst ab. Bonebreaking Bros am Start, Alter. Ja. Auch mal auf anderer Seite, nicht nur bei uns. So, jetzt schnell looten. Nice. Oh shit, die zersetzen sich schon. Okay, hast du. Und Loot. Okay, Tabletten dabei. Sehr gut. Okay. Ey, was ist denn jetzt los? Was ist passiert? Jetzt ist das Menü offen. Fehler. Escape haben drücke ich schützig. Das kann eine Fehlermeldung sein. Alles cool. Okay. Ja, das sind aber mehr als 20, ne? Das sind eher so 30, 40 gewesen. Ein paar sind ja bestimmt schon in den Stacheln gestorben. Du meinst jetzt von Zombies? Ja. Achso, die Anzahl kann ich nicht sagen. Es kommen halt. Weg. Okay, und du bist Level aufgestiegen, 8. Cool. Jo, nice. Okay, das Looten, was noch geht. Sehr geil, da hinten ist noch einer. Yeah. Okay. Also die Armbrust auf jeden Fall. Hast du einen Kreischer? Den müssen wir erledigen. Ja genau, Leute, laufen die Stacheln. Die sind hier bei unserem Nachbarn. Hier, die sind bei unserem Nachbarhaus. Ja, hier sind auch noch zwei. Kommt hier einer? Nee. Weil wenn die kreischen, holen die Kollegen. So. Okay. Alter. Nö, das war mehr als 20. Also ich habe ein bisschen versucht zu zählen, aber ich glaube so eher 40 würde ich schätzen. Das ist noch ein Dicker. Wichtig ist ja wirklich, dass man erstmal. Boah, jetzt kommen aber viele. Die haben eine Horde angelockt. Die haben eine Horde angelockt, Beam. Oh fuck. Guck dir das an. Jetzt hoffentlich lang die Pfeile. 86. Komm wieder in dieselbe Richtung, wo wir eben waren. Ja. Ich sag dir, wir brauchen eine Pause. Ach du Scheiße. Ja, genau. Aber wie sieht's denn aus? Sollten wir erstmal Schluss machen vielleicht an dieser Stelle?
Ja, stimmt, wir sind schon bei 24 Minuten. Gut, ihr Lieben, werden wir überleben in der nächsten Folge, werdet ihr sie erleben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da. Ich moderiere ab, obwohl ich gar nicht dran bin, aber egal, wir überleben hier. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Bis dann, tschüss.